bei dieser Mannschaftsweltmeisterschaft 1994 in Dortmund. Die nächste Turnerin, liebe Zuschauer, am Boden ist Lilia Podkopajewa aus der Ukraine. Sie, die amtierende Bodeneuropameisterin, und was sie hier darbietet, das ist ein Feuerwerk an akrobatischen und artistischen Höchstleistungen und lassen sich bezaubern davon. Doppelsalto vorwärts, aber leider nicht gestanden. Sie ist die einzige Turnerin in der Weltspitze, die diese absolute Höchstschwierigkeit am Boden zeigt. Die zweite Querverbindung. Temposalto mit ganzer Schraube. Nun eine kleine Rock'n'Roll-Einlage. Sie ist so ein richtiger kleiner Springfloh. Und der Tsukahara zum Abschluss. Also bei der Anfangs- und bei der Schlussbahn, da hatte sie doch. Aber diese Landefehler, die werden ihr Abzüge kosten. Schauen wir noch einmal die verlangsamte Wiederholung der ersten Bahn. Der Doppelsalto vorwärts. Und da bleibt sie zu lange in der gehockten Ausführung und öffnet zu spät und kann von daher nicht den optimalen Stand erreichen. Die letzte Bahn noch einmal. Der Tsukahara, ein Doppelsalto mit ganzer Schraube, die sind wir hier, und noch ein Salto dran. Also wie gesagt, zwei Rotationen um die Breitenachse, eine um die Längsachse. ...30 Stunden pro Woche trainiert sie. Seit ihrem vierten Lebensjahr hat sie sich dieser Sportart verschrieben und ist begeistert bei der Sache. Die Wertung für Lilia Podkopajewa 9,137 Punkte, verständlich nach den beiden Haltungsfehlern.